Lasst uns, wenn möglich, für die Lesungen aus Gottes Wort aufstehen. Lukas 1, Vers 26 bis 38, hört auf Gottes Wort. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Soweit die Lesung aus Gottes Wort. Selig ist, wer das Wort Gottes hört und in seinem Herzen bewahrt. Und dann bekennen wir, lesen wir aus dem Heidelberger Katechismus. Und ich lade euch ein, mit mir die Antworten dann auch gemeinsam zu bekennen. Frage 35. Was bedeutet empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria? Der ewige Sohn Gottes, der wahre und ewige Gott ist und bleibt, hat durch Wirkung des Heiligen Geistes wahre menschliche Natur aus dem Fleisch und Blut der Jungfrau Maria angenommen, sodass er auch der wahre Nachkomme Davids ist, seinen Schwestern und Brüdern in allem gleich, doch ohne Sünde. Frage 36. Was nützt es dir, dass er durch den Heiligen Geist empfangen und von der Jungfrau Maria geboren ist? Er ist unser Mittler, und er bedeckt vor Gottes Angesicht mit seiner Unschuld und vollkommenen Heiligkeit meine Sünde, in der ich immer schon lebe. Amen. Wir können wieder Platz nehmen. Vor der Predigt singen wir noch Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Amen. Liebe Geschwister, ich beginne mit einer Geschichte. Ich weiß nicht, von wem sie kommt, aber sie hat mir gefallen. Da sagt jemand: Wenn ich durch den Wald gehe und einen Ameisenhaufen sehe, auf den ein großer Ast gefallen ist, dann möchte ich den Ameisen helfen. Und ich sage zu ihnen: Ihr Ameisen, ihr müsst das so und so machen, dann könnt ihr den Ast wegtransportieren. Aber sie würden mich nicht verstehen. Weißt du, was ich tun müsste, um mich den Ameisen verständlich zu machen? Ich, der Mensch, müsste klein werden, immer kleiner, bis ich endlich aus meinen eigenen Schuhen aus Ameise herauskrabbelte. Dann gehe ich auf die Ameisen zu und sage zu ihnen: Ich bin der, der eben durch den Wald gegangen ist und der die Übersicht hat. Ich bin der, der weiß, wie ihr wieder zurechtfindet. Aber ich weiß nicht, ob die Ameisen mir das glauben werden. Die Menschen haben dem Sohn Gottes auch nicht geglaubt. Auch wenn wir das Geheimnis andenken wollen, dann müssen wir in diesen Dimensionen denken, dass der lebendige Gott immer kleiner wurde, nur um sich unserer zerrissenen und durstgequälten Menschheit verständlich zu machen. Wir wissen doch etwas von dem Gewissen, das uns unwahrscheinlich zu schaffen macht, von der Gier, von der Todesangst, von der Schuld, die wir uns und anderen bereit haben.
und da kommt der lebendige Gott in eine Futterkrippe, geht über diese Erde, bis er vor Petrus steht und fragt, wer bin ich? Wer bin ich? Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ende Zitat. Wenn ein Mensch ein Ameise werden könnte, wäre das sicher ein großes Wunder. Und noch größer ist das Wunder, dass der heilige Sohn Gottes Mensch geworden ist. Und ich habe der Predigt die Überschrift gegeben, das Wunder der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Und wir wollen auf drei Punkte achten. Erstens, dass der Sohn Gottes Mensch wurde. Zweitens, wie der Sohn Gottes Mensch wurde. Und drittens, warum der Sohn Gottes Mensch wurde. Das Wunder, also erstens, dass der Sohn Gottes Mensch wurde. Im apostolischen Glaubensbekenntnis sind wir nach den Namen Christi nun zu den Tatsachen seines Lebens gekommen. Wir bekennen dann im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Jesus Christus, der eingeborene Sohn Gottes, unseren Herrn. Und dann kommen diese Tatsachen, über die wir heute nachdenken. Empfangen von dem Heiligen Geist, geboren aus der Jungfrau Maria. Und wenn wir auf die Tatsachen Jesu Leben schauen, dann sehen wir zwei Bewegungen. Zuerst lesen wir über seine Erniedrigung, wie er vom Himmel herabgekommen ist auf die Erde. Und danach lesen wir aber über seine Erhöhung. Die Worte, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, betreffen seine Erniedrigung. Und darum geht es in den Sonntagen des Katechismus 14 bis 16. Die Worte am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Die Worte betreffen seine Erhöhung. Und das wird in den Sonntagen 17 bis 19 besprochen. Und diese Bewegung der Erniedrigung und Erhöhung ist sehr schön in Philipper 2 auch zurückzufinden, zurückzulesen. Philipper 2, Seite 1236 in der Bibel. Da ist es eigentlich eine Aufforderung, wie wir gesinnt sein sollten. In Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich noch weiter, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum verfluchten Tod am Kreuz. Und dann geht es wieder aufwärts. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und heute denken wir also über diesen ersten Schritt der Erniedrigung nach Vers 7 hier, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an. Ich habe angefangen mit der Geschichte von jemand, der gemeint hat, er müsse ein Ameise werden, um ihnen helfen zu können. Ich las auch, dass im 18. Jahrhundert Herrnhuter Missionare bereit waren, selbst auch Sklaven zu werden, um die Sklaven mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist eine Hingabe, wenn man als Missionar bereit ist, Sklave zu werden, um andere Sklaven mit dem Evangelium zu erreichen. Dass wir Ameisen werden oder freiwillig Sklaven, das ist ein großer Schritt, aber es ist immer noch nichts im Vergleich zu dem Schritt, den der Sohn Gottes gemacht hat. Aus Liebe für sündige Menschen, die sich ins Verderben gestürzt haben, ist er Mensch
geworden. Und Hermann sagt es so, er nahm sich nicht nur der Menschheit an, sondern er nahm selbst die Menschheit an. Er nahm die menschliche Natur an. Er wurde wirklich Mensch, so wie wir alle Mensch sind. Und der Heidelberger Katechismus weist darauf hin, dass er seinen Schwestern und Brüdern in allem gleich geworden ist. In Antwort 35. Das ist übrigens eine gegenderte Übersetzung. Ist das ein Wort? Kann man das so sagen? Schwestern und Brüdern. Denn die ältere Version haben alle einfach gehabt, er ist seinen Brüdern in allem gleich, so wie es auch in der Bibeltext steht, in Hebräer 2. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlicher werden. Aber damit ist einfach auch das menschliche Geschlecht gemeint. Er war den Brüdern, also dem menschlichen Geschlecht, in allem gleich. Und das ist wichtig zu betonen, weil es in der Kirchengeschichte immer wieder Lehren gegeben hat, die sagten, Jesus war nicht zu 100% Mensch. In der Predigt über Sonntag 6 habe ich auch schon darauf hingewiesen, auf die Gefahren für unser Heil, wenn wir nicht glauben, dass Jesus wirklich Mensch war. Lass uns nochmal zurückschauen in Sonntag 6, Frage 16 also, Frage 16 auf Seite 1606. Da wird dann gefragt, warum muss er ein wahrer und gerechter Mensch sein? Antwort, die Sünde wird von den Menschen begangen, darum verlangt Gottes Gerechtigkeit, dass ein Mensch für die Sünde bezahlt. Wer aber selbst ein Sünder ist, kann nicht für andere bezahlen. Also es ist sehr wichtig, dass wir glauben, dass Jesus wirklich Mensch war und ist. Und der Apostel Johannes hat in seinem Brief schon darauf hingewiesen, dass der Glaube an die Menschwerdung Jesu heils notwendig ist. In seinem Brief 1. Johannes 4, das ist Seite 1297, 1297. Vers 2, da sagt er, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Also es ist heilsnotwendig zu bekennen, zu glauben, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Und in seinem Evangelium hat Jesus ja gesagt, oder Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also das Wort ist Fleisch geworden. Das klingt so ganz einfach, aber wir sind zum Lernen da am Nachmittag, Lehrgottesdienst, und da haben die Leute es immer wieder komplizierter gemacht. Denn da haben manche gesagt, ja, Jesus hatte wohl einen menschlichen Körper, also das menschliche Fleisch, aber nicht die menschliche Seele. Aber das ist doch ganz einfach zu widerlegen, weil in der Bibel ist immer mit Fleisch der ganze Mensch gemeint. So wie wir heute Morgen auch gehört haben, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen wird und sie werden ein Fleisch sein. Damit wird nicht nur die körperliche Einheit gemeint, sondern auch die geistliche, die seelische Einheit. Andere haben dann wieder gesagt, Jesus hatte wohl eine menschliche Seele, aber nicht einen menschlichen Geist. Das war Apollinarus von Laodicea. Und das macht es also noch komplizierter. Wohl eine Seele, aber nicht einen Geist. Aber wenn wir einen Teil aus der Menschheit Jesu ausnehmen, dann wird dieser Teil sozusagen auch nicht erlöst. Denn unser Erlöser muss ja 100% Mensch sein, um uns 100% erlösen zu können. Und so hat auch in der alten Kirche schon Gregorius von Nazianzus gesagt, was nicht angenommen wird, das wird nicht erlöst. Also Jesus hatte menschliche Seele, menschlichen Geist, menschlichen Körper. Er war 100% Mensch.
Aber wieder, immer wieder gab es aber in der Kirchengeschichte Irrlehren, die diese Glaubensbekenntnis angriffen. Und in der Zeit der Reformation waren es die Anabaptisten oder Wiedertäufer und ein bekannter Anabaptist war Menno Simons. Nach ihm sind die Mennoniten genannt. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Und Menno Simons hatte irgendeine komische Lehre auch über die Menschheit Jesu. Er lehrte, dass Jesus nicht aus Maria Fleisch und Blut angenommen hatte, sondern nur in Maria gewesen ist. Sein Wesen war himmlisch, aber der Leib von Maria war nur der Kanal, durch den er in die Welt kam. Jemand erklärt seine Lehre so, wie ein Sonnenklar ein Glas trifft und durch das Glas leuchtet, aber nichts von ihr annimmt, so ist Jesus nur durch Maria gegangen, ohne ihr Fleisch und Blut angenommen zu haben. In unserer Zeit würden wir vielleicht eher sagen, laut dieser Lehre war Maria nur eine Leihmutter, aber nicht die genetische Mutter. Also, wie gesagt, um es ein bisschen kompliziert zu machen, damit wir verstehen, es ist nicht immer so einfach, wie es scheint, und damit wir auch klar verstehen, wie wichtig es ist, die Lehre gut zu formulieren. Denn gegen diesen Hintergrund sind dann auch die reformierten Bekenntnisschriften formuliert. Und ich habe auf dem Liturgieblatt auch den Text des niederländischen Glaubensbekenntnisses abgedruckt. Und es ist nicht Teil der Glaubensgrundlage unserer Kirche, aber wir sind in den Niederlanden natürlich damit aufgewachsen. Da war schon Teil der Bekenntnisgrundlage der Kirche. Und da wird das auch ganz schön und deutlich in Worte gefasst. Lass uns mal aufmerksam zuerst Artikel 18 lesen. Von der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Wir bekennen daher, dass Gott die Verheißung, die den Vätern durch den Mund der heiligen Propheten gemacht war, erfüllt hat, als er in der von ihm bestimmten Zeit diesen, seinen einzigen und ewigen Sohn, in diese Welt schickte. Er hat die Gestalt eines Knechtes an sich genommen und ist gleich wie ein anderer Mensch geworden, und hat wahrhaft menschliche Natur mit allen ihren Schwachheiten, die Sünde ausgenommen, wahrhaft angenommen, als er empfangen wurde im Schoß der heiligen Jungfrau Maria, durch Kraft des Heiligen Geistes, ohne alle Einwirkung eines Mannes. Und diese menschliche Natur nahm er ferner nicht bloß hinsichtlich des Körpers, sondern auch hinsichtlich der Seele an, denn er war mit einer wahrhaft menschlichen Seele begabt, sodass er ein wahrer Mensch war. Also hier hören wir, wie das sich abgrenzt von der Lehre, die ich vorher erwähnt habe, dass Jesus wohl einen menschlichen Körper habe, aber nicht eine menschliche Seele. Dann wäre er aber auch nicht ganz Mensch gewesen. Und dann geht es weiter. Denn da die Seele nicht weniger als der Körper selbst der Verdammnis schuldig war, so war es notwendig, dass er diesen so wie jene annahm, damit er beide zugleich erlöste. Und das war also auch die Antwort der alten Kirche gewesen. Was nicht angenommen wird, ist nicht erlöst. Aber dann wird auch die damals moderne Irrlehre aufgegriffen. Deshalb bekennen wir gegen die Ketzerei der Anabaptisten, die da leugnen, dass Christus menschliches Fleisch angenommen habe, dass Christus desselben Fleisches und Blutes teilhaftig gewesen ist, wie auch die Kinder aus den Lenden Davids dem Fleisch nach, geworden von dem Samen Davids nach dem Fleisch, eine Frucht aus dem Leib der Jungfrau Maria, aus einer Frau geboren, Spross Davids, Zweig vom Stamm Isais, aus dem Stamm Juda und von den Juden selbst herstammend nach dem Fleisch und überhaupt wahrer Samen Abrahams und Davids, da er den Samen Abrahams an sich nahm und seinen Brüdern in allen gleich geworden ist, die Sünde ausgenommen, geboren aus der Maria, sodass er auf diese Weise wahrhaft geworden ist, unser Emmanuel, das heißt Gott mit uns. Also mit vielen verschiedenen Wörtern wird hier klar gemacht, dass Jesus wirklich Mensch ist. Der wahre Nachkomme Davids, so wie auch der Heidelberger Katechismus sagt. Und so wird das also abgegrenzt auch gegenüber den Anabaptisten formuliert im niederländischen Glaubensbekenntnis. In unserem Westminster-Bekenntnis wird das nicht mehr so ausdrücklich erwähnt,
Weil dieses Bekenntnis ist fast 100 Jahre später, jünger, geschrieben. Und es hat damals nicht mehr so eine wichtige Rolle gespielt. Ja, denn es war zwar die Lehre von Menno Simons, und die Mennoniten sind ziemlich groß geworden auf der ganzen Welt, aber dieser Teil seiner Lehre hat sich bei seinen Schülern nicht wirklich so durchgesetzt. Das ist eigentlich ganz interessant zu lesen. Die meisten Mennoniten lehren also schon in dem Jahrhundert danach, haben die schon wieder angefangen, orthodox zu denken, sozusagen. Einfach die Lehre der alten Kirche über die Menschheit Jesu wieder angenommen. Und auch heutzutage lehren also die Mennoniten, wenn sie nicht liberal geworden sind, auch die wahre Menschheit Christi und also die zwei Naturen. Und diese Lehre von der zwei Naturen wird dann weiter aufgegriffen in Artikel 19. Den möchte ich nicht ganz lesen, sondern nur die zweite Hälfte, da wo es mitten im Satz steht, übrigens. Übrigens sind diese beiden Naturen so zusammen vereinigt und verbunden zu einer Person, dass sie nicht einmal durch seinen Tod haben getrennt werden können. Was er daher seinem Vater im Sterben anempfahl, das war wirklich der menschliche Geist, der seinen Leib verließ. Aber unterdessen blieb die göttliche Natur immer mit der menschlichen auch im Grab verbunden, sodass die Gottheit selbst damals nicht weniger in ihm war, als wie er noch ein Kind war, obgleich sie sich für kurze Zeit nicht zeigte. Deshalb bekennen wir, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Wahrer Gott, damit er durch seine Macht den Tod besiege, und wahrer Mensch, damit er in der Schwachheit seines Fleisches für uns den Tod erlitte. Also da wird dann also noch einmal betont, dass auch der Geist Jesu wirklich ein menschlicher Geist war, der seinen Leib bei seinem Sterben verließ. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch. Und das ist ein großes Wunder, ein Geheimnis. So wie es auch in dem schönen Text 1. Timotheus 3, Vers 16 steht. Und das ist Seite 1254. 1254. 1. Timotheus 3, Vers 16. Es ist wie ein Lobgesang und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Anerkannt groß ist das Geheimnis. Und auch Aber auch wenn es ein Geheimnis ist, sagt die Bibel doch etwas darüber, wie er Mensch wurde. Und darüber denken wir im zweiten Punkt nach, wie der Sohn Gottes Mensch wurde. Wenn ich darüber nachdenke, wie ein Mensch eine Ameise werden könnte, ja, man könnte vielleicht versuchen, einen Menschen mit einer Ameise zu mischen. Aber das Resultat wäre höchstens ein halb Ameise und halb Mensch. In der Mythologie vieler Völker gibt es solche Geschichten von Halbgöttern und Halbmenschen. Aber das ist nicht, wie wir es uns bei Jesus vorstellen dürfen. Denn er ist 100% Mensch geworden, aber auch 100% Gott geblieben. Und wie das passiert ist, können wir nicht verstehen. Es ist ein Wunder, ein Geheimnis, aber doch bekennen wir etwas darüber, nämlich der ewige Sohn Gottes, der wahre und ewige Gott ist und bleibt, hat durch Wirkung des Heiligen Geistes wahre menschliche Natur aus dem Fleisch und Blut der Jungfrau Maria angenommen. Das sind die zwei Dinge, die wir im apostolischen Glaubensbekenntnis hören. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Empfangen durch den Heiligen Geist. Und wir haben das in Lukas 1 gelesen, wie der Engel Maria sagte, dass der Heilige Geist über sie kommen würde. Vers 35, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Der Heilige Geist spielt hier also eine große Rolle, eine wichtige Rolle.
Es ist der Heilige Geist, ja, der neues geistliches Leben schafft. Aber im Kommen Jesu geschieht etwas sehr Großes. Er kommt aus der zweiten Adam. Der erste Adam hatte versagt. Aber der neue Adam würde die Welt retten und erneuern. Und so, das liest man zum Beispiel in 1. Korinther 15 oft, wie das verglichen wird. Alter Adam, neuer Adam. Der neue Adam wird die Welt retten und erneuern. Ja, man könnte sagen, mit der Empfängnis durch des Heiligen Geistes, durch den Heiligen Geist, fängt die neue Schöpfung an. So wie die erste Schöpfung auch mit dem Heiligen Geist angefangen hat. Denn was lesen wir in 1. Mose 1, Vers 2? Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und darüber sagt dann Luther, der Wind, es ist in der Tat der große Konsens der Kirche, dass hier das Geheimnis der Dreieinigkeit dargelegt wird. Der Vater erschafft Himmel und Erde aus dem Nichts durch den Sohn, den Moses das Wort nennt. Und über diesen brütet der Heilige Geist. Wie eine Henne ihre Eier ausbrütet, indem sie sie warm hält, um ihre Küken auszubrüten und sie gleichsam durch die Wärme zum Leben zu erwecken, so sagt die Heilige Schrift, dass der Heilige Geist gleichsam über den Wassern brütete, um die Stoffe zum Leben zu erwecken, die belebt und veredelt werden sollten. Denn es ist das Amt des Heiligen Geistes, lebendig zu machen. Bis soweit Luther. Also, so wie der Heilige Geist am Anfang bei der ersten Schöpfung die Erde überschattet hat, so überschattet er jetzt den Schoß, wo der neue Schöpfung angefangen wird mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Und da kann man auch denken an den Text aus Johannes 1, Vers 13, wo es heißt, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Da geht es zwar um Menschen, die wiedergeboren sind, aber was da gesagt wird, trifft auch auf die Geburt Jesu zu. Und tatsächlich gibt es griechische Handschriften, die diese Variante auch haben, dass es so ist, als ob es auf Jesus zutrifft, der nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren ist. Also der erste der neuen Schöpfung, durch den es überhaupt möglich ist, dass auch Menschen wiedergeboren werden. Und wie genau der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass Maria schwanger wurde, wissen wir nicht. Und das müssen wir auch nicht wissen. Es geht darum, dass wir dem Wunder glauben und über das Geheimnis Gottes staunen. Und auch hier gilt, was in Deuteronomium 5. Mose 29 steht. Das ist Seite 235, 5. Mose 29, Vers 28, auf Seite 235, da sagt Gottes Wort, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Das Bekenntnis sagt dann weiter, dass Jesus geboren ist von der Jungfrau Maria. Er hat aus ihrem Fleisch und Blut die menschliche Natur angenommen. Und es ist also eine übernatürliche Geburt. Und damit steht die Geburt Jesu in einer langen Reihe von übernatürlichen Geburten im Alten Testament. So hat es ja überhaupt mit dem Patriarchen angefangen, indem Sarah im hohen Alter noch ein Kind bekommen hatte. Und jedes Mal, wenn wir im Alten Testament über eine übernatürliche Geburt lesen, fängt Gott eine neue Epoche an oder bringt er Erlösung. Zum Beispiel beim Richter Simson oder später bei Samuel, der aus Hannah geboren wurde. Und gegen diesen Hintergrund verstehen wir dann auch, wie groß es ist,
wenn dann Johannes der Täufer angekündigt wird und geboren wird aus diesen alten Menschen, die menschlicherweise keine Kinder mehr hätten bekommen können. Also mit dieser übernatürlichen Geburt des Johannes bricht eine neue Ära an, nachdem Gott jahrhundertelang geschwiegen hatte. Noch größer, noch überraschender ist es dann, wenn Gott durch eine Jungfrau den Erlöser geboren werden lässt. Das war zuvor noch nicht passiert. Die Jungfrauengeburt ist tatsächlich ein einmaliges Geschehen, das vorher und nachher nicht wiederholt wurde. Und so hat Gott den neuen Adam geboren werden lassen. Ja, besser gesagt, so hat der Sohn Gottes seinen Weg zur Erde bestimmt. Denn im Heidelberger Katechismus fällt ja die aktive Form des Verbes auf. Er hat wahre menschliche Natur angenommen. Er hat selbst beschlossen, dass er so geboren werden wollte. Keiner von uns hat sich selbst ausgedacht, wo und wann und wie er geboren werden sollte. Aber Jesus Christus hat es selbst bestimmt. Er wollte es selbst. Und wir haben nicht mal die Möglichkeit, in unserer Sprache das gut auszudrücken, denn geboren werden ist nur in passiver Form in unserer Sprache verfügbar. Wenn wir sagen gebären, dann ist es schon, was die Mutter tut, dass ein Kind rauskommt. Es war also nicht Jesus Schicksal, es war seine eigene Entscheidung. Es war sein Wille, Mensch zu werden, um so das große Werk der Erlösung der Menschheit zu tun. Und im Hebräerbrief wird dann das mit einem Zitat aus Psalm 40 verbunden. Hebräer 10, Vers 5, das ist Seite 1274. Schreiber des Hebräerbriefes, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, und da kommt das Zitat aus Psalm 40, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Und da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und oben sagt er, das ist wieder die Erklärung sozusagen vom Schreiber des Hebräerbriefes, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach deinem Gesetz dargebracht werden. Und dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und somit hebt er das erste auf, um das zweite einzusetzen, und aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Und das fängt alles mit der Menschwerdung Jesu an. Wenn Jesu nicht bereit gewesen wäre, Mensch zu werden, hätte er nicht für uns am Kreuz sterben können, hätte er nicht an unserer Statt unsere Sünden tragen können. Dann hätten wir nicht erlöst werden können. Wir haben ja durch unsere Sünden den ewigen Tod verdient. Wir haben die Hölle verdient. Wir haben es verdient, ewig von Gott getrennt zu sein, weil wir uns für das Böse entschieden haben. Ja, weil wir in Sünden empfangen und geboren sind. Aber weil Gottes Sohn Mensch geworden ist, weil das Wort Fleisch wurde, können wir gerettet werden. Ich habe jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit der Person Maria gegeben. Das ist auch typisch reformiert. Sie war bereit, Mutter Jesu zu sein, sozusagen. Aber wir lernen also nicht, dass sie selbst auch ohne Sünde war oder dass sie selbst ohne Sünde geboren ist und so weiter. Sie war selbst eine sündige Frau, ja, geheiligt durch den Glauben an den Erlöser. Auch sie hat Jesus gebraucht. Aber mehr als das
ist es nicht, im Gegensatz natürlich zu, was die katholische Kirche alles über Maria lehrt. Leider, weil damit die Menschen von Jesus, von Gott fern gehalten werden. Aber weil Gottes Sohn Mensch geworden ist, weil das Wort Fleisch wurde, können wir gerettet werden. Und das ist der dritte Punkt, warum der Sohn Gottes Mensch wurde. Und darüber sagt der Heidelberger Katechismus einiges. Frage 35, zweite Hälfte, so dass er auch der wahre Nachkomme Davids ist, seinen Schwestern und Brüdern in allen gleich, doch ohne Sünde. Etwas darüber habe ich schon gesagt und haben wir auch gelesen im Niederländischen Glaubensbekenntnis, deswegen gehe ich jetzt direkt weiter mit Frage 36. Was nützt es dir, dass er durch den Heiligen Geist empfangen und von der Jungfrau Maria geboren ist? Antwort, er ist unser Mittler und er bedeckt vor Gottes Angesicht mit seiner Unschuld und vollkommenen Heiligkeit meine Sünde, in der ich immer schon lebe. Und hier sehen wir dann wieder klar, wie der Katechismus auch ein Trostbuch ist. Ist das nicht eine tröstende Antwort? Ja, warum? Ja, weil ich ein Sünder bin. Und hier, das ist interessant, hier geht die Antwort von der Wir-Form in die Ich-Form über. Er ist unser Mittler und bedeckt meine Sünde, in der ich immer schon lebe. So wird es persönlich. Auch hier bin ich leider nicht so zufrieden mit dem Text unserer Version des Heidelberger Katechismus, denn ältere Versionen sagen es so, meine Sünde, darin ich empfangen bin. Darin ich empfangen bin. Und da wird auch klar, es geht um die Empfängnis. Da hat es schon angefangen, wie auch Psalm 51 sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und das macht klar, es geht also nicht nur um das Leben nach der Geburt, sondern sogar um das Leben vor der Geburt. Wir sind in Sünde empfangen und geboren. Aber Jesus ist durch den Heiligen Geist empfangen, heilig und geboren von der Jungfrau. Und das soll heilig genannt werden, hat der Engel gesagt. Wir sind von der Empfängnis an unheilig und unwürdig, aber Jesus Christus ist von seiner Empfängnis an heilig und würdig vor Gott. Und das ist dann auch der Grund, warum er als Baby auf die Welt kam. Obwohl er erst mit 33 Jahren aufs Kreuz gegangen ist und damit alles vollbracht hatte, sind die 33 Jahre davor auch sehr wichtig. Denn er bedeckt mit seinem heiligen Leben mein ganzes Leben von der Empfängnis an. Und das ist dann auch ein Trost für Eltern, die ein noch nicht geborenes Kind verloren haben. Von der Empfängnis an hat Jesus uns geheiligt. Er hat an unsere Stelle ein heiliges Leben geführt, nicht erst ab der Geburt, nein, sogar ab der Empfängnis. Und so ist er unser Mittler, von den frühesten Anfängen an. Wir könnten den Weg zu Gott nicht überbrücken, aber der Sohn Gottes ist selbst zu uns herabgestiegen. Der erste Adam hat alle nach ihm ins Verderben gestürzt, aber der zweite Adam bringt alle, die an ihn glauben, zur Seligkeit. Ich schließe mit einem Weihnachtsgedicht. Das größte Ereignis, das bis heute geschah, ist dies, dass Gott Menschen trat, unsagbar nah, als Jesus zu Bethlehem kam auf die Welt und sie durch sein Licht hat erwärmt und erhellt. Wenn er nicht vom Himmel gekommen einst wär, wo käme uns Frieden und Freude dann her? Wer würde uns trösten? Wer stärkte uns dann? Wer würde uns führen den Weg Himmel an? Wir hätten im Finstern gesessen bis heut, im Schatten des Todes den Ängsten geweiht. Denn wer würde sonst an das Kreuz für uns gehen und dann in dem Kampf, der sehr hart war, bestehen? Wer könnte sonst fahren gen Himmel zu Gott und dann uns zu senden den Tröster von Gott? Wer könnte ansonsten ein Fürsprecher sein und ständig beim Vater für uns treten ein? Das größte Ereignis,
das bis heute geschah, das feiern wir heute, wie fern so auch nah. Wir sind überglücklich und freuen uns sehr, dass unsere Erde besucht hat der Herr. Amen. Herr, wir danken dir für dieses Wunder. Dieses Wunder der Menschwerdung deines Sohnes, das für uns Leben und Rettung und Heil bedeutet. Herr, hilf es uns zu glauben, auch wenn wir es nicht verstehen können. Aber gib uns doch genug Verstand, damit wir auch die Irrlehren da unterscheiden können und dass wir bei der wahren Lehre der Bibel bleiben. Dass du, Herr Jesus, 100% Mensch und 100% Gott bist und immer noch bist und mit unserem menschlichen Fleisch im Himmel schon bist, als unser Unterpfand, dass wir auch, wenn wir an dich glauben, eines Tages mit einem neuen Körper bei dir ewig leben dürfen. Was für eine Hoffnung gibt das? Was für ein Trost ist das, dass wir so einem Mittler gehören dürfen im Leben und im Sterben. Gepriesen sei dein Name. Amen.